So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Silber in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Erika herausgefordert und uns den Farborn geholt, so wie Prismania City erkundet. Und fälschlicherweise habe ich gedacht, dass wir in Prismania City die Entwicklungssteine bekommen. Die bekommen wir aber tatsächlich nicht im Einkaufszentrum. Man bekommt einen Donnerstein, wenn man auf Route 25 Bills Opa oben in dem Haus Myrapla zeigt und einen Donnerstein, wenn man ihm Pichu zeigt. Da ich aber beides nicht habe, habe ich mir jetzt einfach die Steine ersheatet. Also pst. Ich werde es auch direkt im Rahmen angepasst haben, also nicht wundern. Wir werden jetzt erstmal Pikachu zu Raichu entwickeln. Und danach Ultrigaria, was viel zu lange überfällig ist, zu Sazenia. Wunderbärchen. Raichu hat sich entwickelt und auch, ich habe jetzt mehrere davon, weil der Cheatcode irgendwie ein bisschen was damit macht, ist ja aber auch wurscht. Und endlich darf sich auch Cleveland, unser Starter, in seiner Finalform Sazenia entwickeln. Lange, lange hat es gedauert. Aber nun ist es soweit. Wunderbar. Hat ja nur 42 Parts gedauert. Wunderbar. So, ich würde sagen, bis jetzt mal Garfield noch ganz oben, weil der muss noch ein paar Levelchen aufholen. Also das Ursaring. Und dann mal schauen, was wir hier noch machen können. Also halt, gut, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal die Routen abklappern, halt in Richtung Fuxania City. Das sind ja zwei. Die eine haben wir zur Hälfte schon fertig quasi, die aus Lavandia Richtung kommt. Aber auch die andere Route will gemacht werden. Also hier jetzt, ich zeige euch mal, was wir vorhaben jetzt. Nicht hier unten. Nein, 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 nein. Warte, ich muss andere Richtung vorgehen. So, 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 so. Genau, Route 11 haben wir auch schon abgehakt. Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Route 18. Und dann sind wir am Fuxania City. Ich würde sagen, wir fangen sogar bei Lavandia an, weil wir da schon einen Teil fertig haben. Und ja, da arbeiten wir uns langsam vor. Ich weiß, dass es teilweise recht lange Routen sind und das eventuell ein bisschen träge werden könnte, weil da relativ viele Trainer drauf sind, soweit ich mich erinnere. Aber zur Not, skippt diese Parts halt einfach, wenn es euch nicht interessiert. Genau. Wir warten noch, bis Lavandia schön wird. Genau, die Lavandia-Musik wird auch irgendwann mal schön in diesem Teil, damit die Kinder nicht mehr so viel Angst haben. Und nun preschen wir vor bis Route 14 oder so. Ich glaube, das ist jetzt Route 13, ne? Auf der wir hier sind. 12. Wir preschen vor auf Route 13, 14 und 15. Wo wir nochmal überall Pokémon fangen dürften. Also schauen wir mal. Vielleicht ist da noch was Cooles mit bei. Hier noch ein Item. Das habe ich aber damals auch links liegen lassen. Wird wahrscheinlich nichts Wichtiges sein. So, sind wir schon auf Route 13, ist die Frage. Ja. Sind wir. Dann dürfen wir hier ein Pokémon empfangen. Mal schauen, was uns erwartet. Ob es was Spannendes wird oder nicht. Route 13, nördlich zur Schweigebrücke. Alles klar. Schau dir meine Pokémon an. Ihre Farben und ihre Fieder. Ihr seid eigentlich Vogelfänger, ne? Aber in diesem Falle seid ihr wahrscheinlich andere Trainerklassen. Ja, Käfersammler eher. Blutzuck. Na gut. Ja, die Levelkurve ist ja wie gesagt auch etwas sehr, sehr scheiße, muss man ehrlich zugeben. Dadurch, dass halt die Arena-Trainer relativ gut gelevelt sind, aber halt die außerhalb überhaupt nicht. Ist ein bisschen doof, aber was soll's. Müssen wir jetzt durch. Und es sind ja auch nur 5 Routen. Nur, naja. Und ich weiß, dass diese Route hier, wo wir gerade uns befinden, die war vollgepackt mit Tränen. Ich hoffe, dass es hier ein bisschen anders ist. Kann aber nichts garantieren. Verflixt nicht gut genug. Und auch du willst herausgefordert werden. Agilität ist die wichtigste Eigenschaft vom Vogel-Pokémon. Na, wenn du das so sagst. Agilität ist aber keine gute Attacke an sich, weil Vogel-Pokémon sind an sich schnell.
Aber halt Agilität einzusetzen drauf ist nicht wirklich effektiv. Naja, aber wie du meinst. Hauen wir das Eleket um und gut ist. Grüße gehen raus an den Playmaster. Bei Eleket, beziehungsweise Electek Air, du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht aufgrund der Schnelligkeit, eher aufgrund der Stärke. Hihi, möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Bitte sag mir jetzt nicht, du hast 5 Pikachus oder so, also hättest rein theoretisch 5 Pikachus. Hätte sogar 6, Wahnsinn. Hast du jetzt 6 Hundusters? Hast du jetzt wirklich 6 mal Hundusters? Wenn ja, hasse ich dich jetzt schon. Dann sind die auch alle nur auf Level, was weiß ich, 23 hier. Fängt's an. Und ich glaube nicht, dass es viel besser wird. Okay, immerhin kommt durch den Randomizer Abwechslung rein und es sind nur Hunduster. Immerhin. So, auch mal ein Vulpix. Vielleicht auch noch Fukano. Vielleicht noch Schneckma könnt ihr mir noch vorstellen in dem Team. Ja. Oder es sind einfach jetzt nur noch Vulpix. Ich seh's kommen. Ja, ist natürlich ganz besonders nervig aufgrund der Ruckzuckhiebe. Aber ist dann halt so. Ich überlege, bis wohin wir heute machen. Also ich versuche Fuxania City in diesem Part zu erreichen. Halt also von dieser Seite. Dann im nächsten Part gehen wir dann von der anderen Seite heran. Schauen wir mal, wie weit wir da dann in einen Part kommen. Möglichst schön wäre es ja, wenn wir das wirklich in 2 Parts abhaken könnten. Aber da will ich nicht zu viel versprechen. Oh, Feuerriegel. Immerhin mal was Seltenes. Aber auch eins mit Ruckzuckhieb. Immerhin mal ein seltenes Pokémon. Kriegt man jetzt nicht so häufig zu Gesicht. Na gut. So, und was hast du noch zu bieten? Noch ein Hundustar. Yippie-yay-yay. Ich hoffe, das ist der letzte Trainer auf dieser Route, wenn jetzt noch so welche kommen, die meinen müssten, mir 6 Pokémon vorzusetzen, dann nee. Pikachu? Nee, das waren keine Pikachus, das wüsste ich. Ich hatte eins. Da müsste ich das schon wissen, dass es Pikachus gewesen sind. Ja, das ist diese Route mit zigtausend Wegen, ne? Ich mag sie nicht. Aber naja. Fangen wir erstmal unseren Encounter, falls es was Spannendes für uns gibt. Weberak, den haben wir schon. Also nein. Ich werde natürlich immer 3 Versuche machen und wenn dann nichts Spannendes ist, habe ich halt Pech gehabt. Weil ich will hier jetzt nicht unnötig auf den Routen rummurksen. Noch ein Weberak, juhu. Brauche ich auch immer noch nicht. Mal sehen, ob da überhaupt was Gescheites bei rumkommt. Ich bezweifle es. Oder? Eleket. Ist in Ordnung. Electek ist kein schlechtes Pokémon. Nehme ich an. Wenn es dann im Hyperwipe drin bleiben will, weil schwächen kann es nicht. Mit wem denn? Was für Attacken soll ich schwächen? Ja, ich glaube. Ich kann es probieren zu schwächen, aber ich denke, das wird sterben jetzt. Oder auch nicht. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das überlebt. Ja, dann probieren wir es nochmal. Sonst hat es halt Pech gehabt, oder ich. Je nachdem. Ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Weg mit dir. Tut mir leid, dann gibt's kein Eleket für mich. Ist auch nicht so schlimm. Hätte ich jetzt eh nicht trainiert, bis es sich zu Elektrik entwickelt hätte. Nee. Außerdem haben wir jetzt ein Elektro-Pokémon, von daher ist es eh nicht so wichtig. Tipps für Trainer. Schau hier an der linken Seite des Pfostens.
Ja, man könnte es machen, aber will ich das jetzt eigentlich nicht? Ist eh nur ein Item, was ich vermutlich nicht brauche, von daher. Scheiß drauf. Wie lange geht denn dieser Weg hier? Danke. Gut zu wissen. Ja, hier sind noch zwei Trainer, ne? Machen wir den hier noch und unten den. Verbeuge dich vor meinen königlichen Pokémon. Oh, ein ganz. Greifst aber ganz schön hoch, du. Johann, also. Relaxo. Schon gefährlich, ja, aber gut, auf dem Level jetzt nicht. Auf dem Level, wo es sich jetzt befindet, eher weniger. Da sollte auch eine Stärke ausreichen, oder vielleicht zwei. Okay, eine reicht. Ja, wir müssen noch mal schauen. Wenn jetzt auf den nächsten zwei Routen mir ein wirklich krasses Pokémon entgegenspringt, dann werde ich einen Meisterball zücken, weil wozu sollte ich ihn sonst verwenden? Halt, und wenn nicht, dann warten wir bis Fuxania City und kaufen dann noch mal ein paar Bälle. Nur für den Fall, dass mich doch noch mal irgendwas begeistern kann, was ich aber eher weniger erwarte. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Team an sich. Naja. Wobei man ja immer, wenn ich dann natürlich in so einen Pokémon reinrenne wie Ho-Oh, dann ist, also reinrenne, was heißt reinrenne? Wenn ich mich in so eine Situation begebe, bin ich selbst schuld. Johann wurde besiegt. Wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? Die Monarchie? Bist mir so ein Monarch. So, und noch du da unten. Und dann haben wir diese Route auch abgehakt. Natürlich versperren wir den Weg. Ich soll zur Felstunde gehen und mir einen Onix fangen. Wieso? Onix ist jetzt nicht. Also gut, mit Stalos ist es schon besser, aber. Warum? Nur weil du ein Wanderer bist, der Käfer-Pokémon trainiert. Naja, wie dem auch sei. Vielleicht hat er auch nur Onix in seinem Team und braucht noch ein weiteres. Kann ja sein. Dann will ich ihn natürlich nicht verurteilen. So, Parasek, was kommt noch? Ein Yanma. Sieht man auch selten. Ist natürlich hier noch vollkommen useless irgendwie. Erst in der vierten Gym wird es irgendwie zu was, was man gebrauchen kann. Gut, Yanma ist halt schnell, aber mehr kann es auch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, Yanmega kann dann schon ein bisschen was. Ich erledige Jan. Ich erledige dich, Jan. Adieu. Kleiner Marienkäfer. Und was hast du noch zu bieten? Ein Sichlor. Naja. Dann nochmal eine Stärke drauf und adieu, Sichlor. Das wenigstens mal zu Scherox weiterentwickeln können, aber dann halt nicht. Wanderer Holger wurde besiegt. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Das hast du gut erkannt und versperrst mir den Weg. Danke dafür, Holger. Danke dafür. Na dann halt über die andere Etage. Steht hier noch was? Nördlich nach Lavandia, westlich nach Fuxania City. Okay. Naja, gut. Wir könnten hier gucken, ob wir ein krasses Pokémon finden, könnten es aber auch bleiben lassen. Wir gucken einfach mal. Wenn es halt wirklich krass ist, Meisterball. Wenn nicht, dann verschenken wir halt den Encounter. Bist du gegen alle Arena-Trainer angetreten? Bisher schon. Naja, Reinhold. Ja, Cossilla. Gott, so ein hässliches Pokémon. Verbrenne es. Und eine Finde drauf sollte effektiv sein. Ne? Dieser Unlicht und Godzilla sollte Psycho sein. Wunderbärchen. Ganz famos. Oh wow, zu stark für mich. Dem ist so. Dem ist nichts hinzuzufügen. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du ihn? Ja, will ich. Warum lese ich das vor? Ich weiß, was da steht. Ich wollte es nur euch mal mitteilen. Nein, keine Ahnung. Was haben wir hier? Kabuto. Doch, das ist interessant. Scheiß drauf, wir nehmen den Meisterball für ein Kabuto. Warum ist der hier grün? Also später sieht er besser aus in lila.
Ja, wofür sollen wir ihn sonst verwenden? Wenn nicht für ein Kabuto. Wie nennen wir dieses Kabuto? Dieses Pokémon lebte in der Antike. Man hat es selten als lebendes Fossil entdeckt. Ja, wir nennen es Norris nach Chuck Norris, weil es ist einfach im Meister beigefangen worden. Das muss Norris heißen. Wunderbar. Also wie gesagt, Kabutops ist eigentlich kein schlechtes Pokémon, von daher habe ich es mal gefangen. Chanera ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein Chanera? Möchtest du es gegen meinen Aerodactyl tauschen? Hätte ich eins, dann ja, aber ich habe keins. Tut mir leid. Tut mir wahnsinnig leid. Na Gott sei Dank haben wir Kabuto gefangen. Und nicht das Goldini. Denn Goldini ist useless. Na gut, aber hier scheint nicht weiter viel zu sein. Noch den einen oder anderen Trainer hier. Du beispielsweise. Eines kann ich dir sagen, es war harte Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen. Ohoho. Jetzt bin ich aber beeindruckt. Zeig mir, was du hast. Ah ja, prämiert. Ich sehe. Das prämierte Magnetilo. Ist wahrscheinlich das Magnetilo aus Pokémon Mystery Dungeon. Was sich verläuft. Und sich dann ein Team anschließt. So, und noch eines. Wenn du dann noch eins hast, hättest du die dreimal zusammenfügen sollen. Hättest du wenigstens ein gutes Pokémon gehabt, statt drei mittelmäßige. Naja. Ja. Hättest du mal alle drei zusammengefügt, hättest du Magneton gehabt. Aber selbst schuld. Wenn du das nicht machst. Naja, gut. Das war's auch mit diesem Trainer. Uah. Danke für deine Weisheiten. Vielen Dank, vielen Dank. Ich wäre ohne diese nie ausgekommen. Ich träume davon, mit meinen geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen. Ja, dann flieg mal schön auf die Schnauze. Würde ich behaupten. Vogelfänger Chris. Mit Keifel, das ist jetzt will ich sehen, wie du auf dem Keifel fliegst. Das würde ich schon gerne sehen. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Vielleicht hebt Keifel dann die Ohren und fliegt damit davon. Ich weiß doch auch nicht. Er mir sagt, dass er mit seinem Vogel-Pokémon fliegt und er dann mir einen Keifel zu bieten hat, dann läuft einiges falsch. So, das müsste dann auch ein Level-Up für Sarin geben und für Garfield, wie ich ihn genannt habe. Warum auch immer. Ist jetzt keine Katze, aber halt, es ging ja nach Präsidenten und es gab einen Präsident, der Garfield hieß. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. Ja, wie gesagt, auf die Schnauze mit Keifel vermutlich. Aber das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Unser Schneider. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Welcher Route sind wir jetzt eigentlich? Sind wir Route 15? Kann das sein, dass wir schon die nächste Route... Nee, Route 15 haben wir noch nicht ganz erreicht. Achso, ja, ich erinnere mich an diese Route aus Let's Go. Mensch, warum geht denn der Ton auf einmal weg hier? Das sollte nicht geschehen. AP Plus, na gut. Unten sind ganz schön viele Trainer, oder? Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ist das nicht Route 15? Doch, okay, das ist schon Route 15. Ja, wir machen die Trainer natürlich alle. Wir machen sie alle. Dann betreten wir noch Fuxania City, damit wir den Flugpoint zumindest schon mal haben. Und dann mal schauen. Wir machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia, um dort etwas in Sozialkunde zu lernen. Ja, Wahnsinn. Das ist ja der absolute Hammer, du. Schuljunge Niklas. Nidoran setzt du mir vor, das ist ja fast schon eine Beleidigung. Da greife ich auch nur mit Finte zu. Da setze ich bestimmt in meine starken Step-Attacken ein für. Vergiss es. Kannst du schön knicken. So, was bietest du mir noch? Ein Ultrigarier. Hatte ich auch lange Zeit im Team. Kann nicht viel. Aber dafür sieht es lustig aus.
Oh, es überlebt sogar eine Attacke. Immerhin. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Aber na gut. Wird auch Zeit, dass wir einen Pokémon Center aussuchen können. Damit wir mal ein bisschen AP aufheilen können. Und ein Omort. Und da setzen wir einen Schlitzer drauf ein. Und dann heißt es Schwizzy Omort. Dann heißt es Ono Omort. Entschuldigung, Niklas wurde besiegt. Du bist unheimlich stark und du bist unheimlich. Hast du etwas vergessen? Ich will hier nur durch. Lehrerin in Inka. Ich gehöre nicht zu deiner Klasse. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, liebe Lehrerin. Und ein Schlitzer auf dich. Wahnsinn. Ich hab der Wahnsinn, du. Und auch sie wurde besiegt. Wunderschön. Und der nächste Schuljunge ist dran. Sport ist mein Lieblingsfach. Meins nicht. Meins nicht unbedingt. Meins war Informatik damals. Hundustar. Sehen wir auch in letzter Zeit wahnsinnig viele. Naja. Schlitzen wir mal ein bisschen drauf ein. Und dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben. Sobald Ursaring auf Level 53 ist, werde ich auch mal wieder natürlich wild durchmischen hier, was die Kampf-Pokémon angeht. Beziehungsweise ich bringe dann jeden auf Level 53 und dann, ich glaube, die meisten sind eh schon. Aber halt, dann mischen wir mal wieder ein bisschen durch. Ich meine, eigentlich ist Ursaring eine gute Antwort auf fast alles außer Kampf-Pokémon, weil, ja, und Gesteins-Pokémon halt, ne, da haben wir jetzt nicht viel gegen in der Hand. Aber an sich ist Ursaring eine gute Antwort auf vieles. Von daher bin ich gar nicht mal so abhängig drauf, jetzt groß zu wechseln. Muss ja auch gerade nicht. Solange keine Gesteins-Pokémon kommen, ist Ursaring, oder Stahl halt noch, ist Ursaring eine ganz gute Wahl, um alles hier durchzuschnetzeln. Oh nein, wie konnte ich nur verlieren? Indem du scheiße bist. Route 15. Fuchsania City Lavandia. Und auch du wirst herausgefordert. Bei schönem Wetter würden die Kinder lieber im Schulhof spielen, als in den Klassenzimmern zu lernen. Wer würde das nicht lieber? Wer würde das nicht? Junge Lehrerin, Silvia. Ariordos setzte mir vor. Na gut. Ist auch nie das Problem, du. Ich will einfach nur noch nach Fuchsania City. Ist da ein Problem? Oder was? Scheinbar schon. Und auch das Blutzug sieht nicht lange rot. Oder sieht rot, wenn ich ihm durch die Augen schlitze. Aua. Das könnte wehtun. Was sagst du dazu? Ich wollte nicht verlieren. Wer will das schon? Aber ihr habt verloren. Und nochmal zwei. Lass uns kämpfen. Ich werde nicht verlieren. Du wirst verlieren. Das weißt du ja wohl selber. Torben. Oh, Cherox. Okay, da haben wir jetzt mal den Fall, dass wir eventuell wechseln könnten. Aber müssen wir das wirklich? Gucken wir mal, ob wir mit einer Finte gut durchkommen. Finte könnten zwei Hits sein. Ach scheiße, ist auch nicht effektiv, ne? Stimmt, Unlicht auf Stahl ist aus mir unerfindlichen Gründen auch nicht sehr effektiv. Na gut. Ja, komm. Setz mal Washington mal ein. Weil warum nicht? Kann Raichu auch mal in Aktion treten. Warum denn auch nicht? Mit einem schönen Dönerblitz. Machen wir das Cherox ein für alle Mal Linga aus. Und Level 53 von Garfield haben wir eh erreicht, also können wir jetzt auch bei Washington bleiben. Wenn eh noch ein Cherox kommt, dann sowieso. Boah, ist Raichu hier fett noch, ey. Dieser Gen. Raichu hat auch, alle sagen immer Pikachu hat abgenommen, aber Raichu hat genauso abgenommen. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen.
Ja, das hast du daraus gelernt jetzt, ja? Wechseln wir mal zu Washington. Weil, warum nicht? Warte, ich muss meine Mutter anrufen. Okay. Dann mach das bitte, nachdem wir gekämpft haben. Oh, vier Pokémon. Und natürlich etwas, was ich nicht mit Washington lösen kann. Ne. Okay. Dann kämpft jetzt einfach mal Cleveland. Dann haben wir wenigstens auch den mal in Aktion gesehen jetzt mit seiner neuen Entwicklung. Ja. Intensität sollte mir nicht wehtun. Nicht groß. Selbst der 10 sollte mir nicht groß wehtun. Setz mir einfach Gigasauger ein. Wobei Rasierblatt wahrscheinlich auch reichen würde. Nein, ist vierfach effektiv. Wunderbar. Wunderbärchen. Und Lavita, Mensch. Immer setzen sie mir Lavita vor. Reicht ja nicht, dass ich mal eins hatte, ne? Naja. Wie dem auch sei. Tschüss. Was setzt ihr mir noch vor? Ein Sandan. Hatte ich auch mal, aber in einer Nuzlocke. In der blauen Nuzlocke tatsächlich. War auch ein guter Begleiter, also Sandama gerade. War echt kein schlechtes Pokémon, muss ich sagen. Und was erwartet uns noch? Ein Dickter, sage ich. Okay, Domphan. Naja, fast dran. Aber auch das ist kein Problem mit einem mächtigen Rasierblatt. Adieu. War nett mit dir, Domphan. Und der Michel wurde besiegt. Tut mir leid, Mutter, ich wurde besiegt. Oh nein. Verrat das doch keinem. Wenn du dich schon blamierst. So, nun denn, wir sind im Fuchsania City angekommen, würde ich sagen. Du arbeitest an einem Pokédex, das ist doch schon etwas. Gib nicht auf. Vielen Dank, werde ich nicht. Keine Schwäche zeigen. Fuchsania City erkunden wir jetzt aber noch nicht. Ich suche jetzt nur das Pokémon Center auf. Und eventuell den Markt. Markt wegen Pokébällen. Und ja. Die Safari-Zone, wir werden reingehen. Ich weiß gar nicht, ob die hier existiert. Existiert die so richtig, wirklich groß? Oder ist die einfach nur da? Wir werden sehen. Wie gesagt, erstmal nur zum Pokémon Center, damit wir hier einen Flugpunkt haben und uns mal die AP aufheilen können. Und dann den Markt suchen noch. Und dann werden wir auch noch auf Route 15 unser Encounter triggern. Mal schauen, was wir da haben. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich überlege auch, ob wir einfach dann von Foxania City aus weitermachen sollen mit dem, mit der Routenerkundung. Mal gucken. Jetzt mal ehrlich, wo ist hier der Markt? Wo ist hier der Markt? Hat Foxania City etwa gar keinen? Eigentlich müssten die einen haben. Das ist ja hier hinter dem Zerschneiderbaum tatsächlich. Stimmt, das war im Foxania City ganz dämlich gemacht, ne? Das ist irgendwo hier hinter versteckt. Naja, ich erinnere mich. So halbwegs dran, genau. Hier ist der nämlich. Ich brauche nur ein paar Hyperbälle. Hyperball haben wir doch, wollte ich doch sagen hier. Ja, machen wir mal 15. Und das reicht dann auch für das restliche Spiel wahrscheinlich. So viele Encounter haben wir eh nicht mehr. Wir haben jetzt zwar noch die ganze Route von Fuchsania bis nach Prismania, aber ob wir da jetzt so viel, wahnsinnig viel fangen, ich bezweifle es. Kommen wir hier noch irgendwo leicht raus? Nein, okay. Habe verstanden. Also doch wieder durch den Zerschneiderbaum hindurch. Scheiß. Wenn sich das denn überlegt, diese Konstruktion hier. So, wie gesagt, noch unseren Encounter triggern. Und danach ist der Part dann beendet, je nachdem, ob wir was Krasses fangen oder nicht, ist ja auch egal. Also so oder so ist danach der Part beendet, nach unserem Encounter. Schauen wir mal, was wir kriegen. Vielleicht wird es ja einigermaßen brauchbar. Porygon. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt.
muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich den schwächen? Ich kann ihn zumindest paralysieren. Ist vielleicht auch wichtiger, als ihn zu schwächen. Weil ich glaube, schwächen... Nee, da habe ich Angst vor. Nee, das muss nicht sein. Aber Porygon ist auf jeden Fall ein interessanter Ersatz, falls Ursaring sterben sollte, aus mir unerfindlichen Gründen. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Also gut, ich glaube, das hat keine krassen Attacken, aber... Naja. Wenn es jetzt noch drin bleiben würde, das wäre die Freude meines Lebens. Ich werde jetzt noch einen Ball werfen und sonst versuche ich es zu schwächen. Wenn es dann stirbt, dann ist es halt so. Okay. Da müssen wir es versuchen zu schwächen irgendwie. Ich werde auch mit Sternschauer draufgehen. Ist nicht so stark. Ah, hoffen wir einfach mal, dass es das überleben kann. Aber eigentlich, Porygon ist ein Verteidigungs... Okay, ich habe nichts gesagt. Lassen wir es außen vor. Porygon wäre ein netter Encounter gewesen. Aber sollte nicht sein. Nun denn... Dann hoffe ich aber, dass euch dieser Part gefallen hat. Im nächsten Part werden wir dann, wie gesagt, die anderen Routen abklappern, die nach Fuchsania City führen. Beziehungsweise von Prosmania City nach Fuchsania. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr ein Däumchen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt. Und wenn es euch ganz doll gefallen hat, ein Abo dalasst. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye bye!